Hallo, in diesem Video geht es um barrierefreies Design von Webseiten und wie man auf Webseiten Farben einsetzen sollte. Das Video ist Teil der Reihe Digitale Barrierefreiheit von Anfang an. Ungefähr 8% der Männer und 0,4% der Frauen haben irgendeine Form von Farbversichtigkeit. Es gibt mehrere Typen von Farbversichtigkeit, aber die häufigste Folge ist, dass man die Farben Rot und Grün schlecht unterscheiden kann. Neben dieser Rot-Grün-Sehschwäche gibt es auch eine Blau-Gelb-Sehschwäche, die weniger oft vorkommt. Eine vollständige Farbenblindheit kommt allerdings sehr selten vor und betrifft vermutlich nur eine von 10.000 Personen. Blinde Personen sehen natürlich auch keine Farben, außer sie haben noch einen kleinen Sehrest, mit dem sie noch etwas wahrnehmen können. Formulare auf Webseiten haben oft Pflichtfelder und in vielen Formularen sind solche Felder nur mit Rot gekennzeichnet. Für Personen mit einer Rot-Grün-Sehschwäche und Blinde stellt dies eine Barriere dar. Pflichtfelder sollten deswegen auch einen textuellen Hinweis im Label haben, zum Beispiel ein Sternchen, wie auf dieser Folie, oder sogar den Text Pflichtfeld. Diagramme benutzen auch Farben, zum Beispiel im Säulendiagramm auf dieser Folie, wo mehrere Kategorien nebeneinander abgebildet werden. Bei solchen Diagrammen muss man die Farben in der Legende mit denen in den Säulen vergleichen, um herauszufinden, welche Säule welche Kategorie darstellt. Für Personen mit Farbversichtigkeit kann dies schwierig sein, deswegen sollte man die Säulen zusätzlich auch noch mit einer Schraffur oder einem Muster versehen, sodass jede Säule nicht nur eine unterschiedliche Farbe, sondern auch noch eine unterschiedliche Schraffur hat. Der Kontrast zwischen Text und Hintergrund sollte für normale Texte 4,5 zu 1 betragen. Bei einer Textgröße von 18 Punkten und in einigen anderen Fällen reicht ein Kontrastverhältnis von 3 zu 1 aus. Es lohnt sich meistens, den Kontrast zwischen Text und Hintergrund mit einem Tool zu überprüfen. Es gibt mehrere Tools, die man dafür verwenden kann. Wenn man die hexadezimale Farbwerte schon hat, kann man sie einfach in Tools wie contrastratio.com oder den Contrast Finder von Tanaguru eingeben. Wenn man auf dem Desktop eine Farbe auswählen will, dann kann man den Parcel Group Color Contrast Analyzer benutzen. Dieses Tool zeigt nicht nur, ob das Kontrastverhältnis den UKG-Richtlinien entspricht, sondern simuliert auch, wie der Kontrast für die drei Typen von Farbversichtigkeit aussehen könnte. Dieses Video wurde unter der Creative Commons 4.0 bei Attribution-Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen die Namen und die Institution des Autors enthalten, Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden. Mehr Informationen über die Reihe Digitale Barrierefreiheit von Anfang an finden Sie auf der Website tpi.eu/von Anfang an.